Und für uns an diesem Morgen in Warschau ist Achim Unser. Einen schönen guten Morgen, Achim. Welche Erwartungshaltungen werden heute in Warschau im Frontstaat an den US-Präsidenten gerichtet und auch welche Hoffnung verbindet man mit seinem Besuch? Ja, guten Morgen. Gestern Abend ist ja Joe Biden hier in Warschau angekommen, gelandet im Flugzeug und jetzt wird er natürlich heute sich erst einmal treffen, dann mit dem Präsidenten, mit dem polnischen Präsidenten Duda, wird mit ihm ein kürzeres Gespräch haben, in kleinerer Runde, dann noch einmal ein Gespräch auch in größerer Runde und dann heute Abend ist eben diese lang erwartete Rede dann von ihm vom Königsschloss zu hören und da haben die Polen natürlich die Erwartung daran, dass er Ähnliches äußern wird, wie er es auch gestern in Kiew geäußert hat, dass er eben sagt, die USA stehen weiterhin zur Ukraine und werden sie bis zum Ende unterstützen, also bis eben die Ukraine dann sagt, ja, wir wollen jetzt tatsächlich an den Verhandlungstisch, wir sind in einer starken Position, wobei eben US-Präsident Joe Biden immer wieder gesagt hat, diese Entscheidung wird er dann eben den Ukrainern überlassen. Das wird nicht vom Westen aus gesteuert werden und das hofft man natürlich, dass er das heute auch nochmal in ähnlicher Form dann wiederholen wird und gleichzeitig hofft natürlich auch Polen darauf, dass Biden, dass die USA auch Polen weiterhin unterstützen, weil es ist natürlich direkt an der Grenze zur Ukraine gelegen und hat da natürlich ein spezielles Interesse daran, dass die westliche Allianz sich da stark zusammentut, stark zusammenbleibt und eben auch mit weiteren Waffenlieferungen und eben auch vor allem Munitionslieferungen die Ukraine unterstützt. Achim, immer wieder wird ja betont, wie wichtig Polen für die NATO auch ist, wie wichtig Polen für Amerika ist. Warum? Ja, es liegt eben vor allem daran, dass man eben diese lange Grenze zur Ukraine hat. Und Polen hat ja auch 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Das ist natürlich eine starke Belastung für Polen. Man darf nicht vergessen, Deutschland hat auch über 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Und auf der anderen Seite ist natürlich Polen auch jenes Land, über das eben die Waffen der westlichen Allianz dann tatsächlich auch meistens in die Ukraine kommen. So eine Art Umschlagplatz. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, für Polen keine so leichte Sache, weil man natürlich weiß, dass Russland das auch kritisch sehen könnte gegenüber Polen. Und deswegen ist das natürlich wichtig, dass Biden heute hier in Polen noch einmal spricht und eben den Polen versichert, dass man hinter ihnen steht. Achim, wenn wir auf diesen Tag heute blicken und ganz besonders auf die Rede, wir haben es schon heute angekündigt, um 10 Uhr wird Putin an seine Nation sprechen und am Abend, wie du gerade erwähntest, eben dann die Antwort von Biden. Kann man das so interpretieren, dass es eine direkte Antwort sein wird und ein gewisser Tonfall da dann auch gesetzt wird, den die anderen westlichen Verbündeten dann auch übernehmen werden, zum Beispiel eben auch Deutschland, der Bundeskanzler? Zeichnet Joe Biden da heute rhetorisch den Weg vor? Das kann man so sagen. Natürlich liegt es, hat Biden einen strategischen Vorteil, dass Putin vor ihm spricht und er direkt dann auch darauf antworten kann. Das wird er natürlich in gewisser Weise auch tun. Aber erinnern wir uns daran, seine letzte Rede hat im März 2022 hier auch in Polen stattgefunden. Und damals hat er noch gesagt, Putin, dieser Mann muss weg von der Macht. Das war, sage ich mal so, das stand nicht im Drehbuch von ihm. Und da wurde dann auch vom Weißen Haus schnell danach zurückgerudert, weil man hat damals gesagt, das klingt ja wie ein Regimewechsel, den die USA da anstreben und das wollte natürlich auch Joe Biden nicht damals verdeutlichen oder nicht ausdrücken und natürlich, du sprichst es an, werden alle westliche Verbünde genau darauf hören, was Joe Biden heute sagen wird, ob er sozusagen für die nächsten Wochen und Monate da eine Strategie aufzeichnet, weil die ist natürlich dringend notwendig. Wir hören es ja immer wieder aus der Ukraine, es fehlen nicht nur Waffen, es fehlt vor allem an Munition. Russland verschießt jeden Tag Tausende, Zehntausende Artilleriegeschosse und Ukraine gehen so langsam diese Geschosse aus. Da muss schnell Abhilfe geschaffen werden. Die amerikanische Produktion, die ist relativ gut aufgestellt. Bei der europäischen und der NATO insgesamt ist das relativ schwierig und deswegen will man heute auch sehen, ob da Joe Biden mögliche Wege aufzeichnet. Nach Warschau, danke, Achim. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie
hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.